Auf normal. Auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Wird gespielt. Das erste Smash Bros. Mit einem Story Mode. Jetzt kann ich wählen, wenn ich erstmal sein möchte. Ich könnte jetzt Mario nehmen. Ich könnte jetzt auch wen komplett anders nehmen. Ich glaube, ich gehe mit Kirby rein, weil ich mit Kirby, glaube ich, mehr klarkomme als mit Mario. Und da haben wir's. Der erste Kampf im Story-Modus liegt schon mal hinter uns. Und da ist Pit, ein Newcomer aus dem Spiel. Ich habe diesen Modus noch nie gespielt. Jetzt war noch keine Lei. Es gibt sogar Bosskämpfe hier und einen sehr insanen Endbosskampf. Und natürlich, ja, die Meta in komplett Smash. Ich kenne nur die Cutscenes, ich habe diesen Modus noch nie in meinem Leben gespielt. Und ich weiß aber auch, wer der Endboss ist. Okay, jetzt können wir sogar noch mehr wählen. Aber ich glaube, ich bleib bei Kirby erstmal. Danach nehme ich, nehme ich Zelda. Zelda, Peach und Mario, genau. Und die haben sogar Lebensleisten. Also keine Prozent anzeigen, nein, nur Lebensleisten. Was bist du? Spark. Und ich renne da rein. Und in den Tod. Man kann diese Moduses natürlich noch mit zwei Spielern spielen. Ancient Minister. Mit einer Bombe. Und Rob. Und Mutant Tyrannia als Bosskampf. Ich muss mich jetzt so entscheiden, welchen Cave ich jetzt. Cage.
Cage, nicht Cave. Welchen Cage ich jetzt so. Gott, Alter. Wie alles Moment. Ich jetzt zerstören möchte. Ich glaube, ich bleib dann lieber doch hier bei Peach. Weil ich den schon ein bisschen gedamaged habe, obwohl ich mit Zelda, glaube ich, besser klarkomme als mit Peach. Und Wario! Mit einem Spielzeug. In der Hand. Ich freue mich auf die ganzen Bosse. Und auf den Endboss-Fight, der sehr insane sein soll. Stage clear! Newcomer Kirby, joined your team. Newcomer Peach, joined your team. Ich save erstmal. Es gibt sehr viele Slots. Vielleicht werde ich das ja nochmal privat für mich spielen. Du, man kann Sticker sammeln. Für die Welding Charaktere. Ich kann dann erstmal wieder zurück zur Karte gehen. Und auf ins nächste Level. Mit Pit und Paluzina. Aber Paluzina ist ja noch kein Kämpfer. Und Jump'n'Run Level natürlich. Die gibt es hier nämlich auch sehr häufig. Was ist das hier eigentlich? Itemboxen. Oh, ist gerade Geld? Nee, Trophäe, das sind Trophäen! Und Sticker, glaube ich. Wir haben ja doch noch vor Sticker gesehen. Und natürlich Brawl Meta Knight. Warum ich das wohl erwähne die ganze Zeit? Und diese Schatten. Okay, der hat noch nie seinen Hammer mit seiner Side-B. Es sieht erstmal aus, hätte er nur... Ja, dieses... Ja, ja, ja. Weil in den neuesten Teil und auch noch... In dem Wii- und 3DS-Teil, da hat er nämlich noch relativ diesen komischen Elektrohammer, so nenne ich das immer. Lass mich mal kurz mein Moveset bitte ansehen. Geh weg jetzt da. Er hat einen Reflektor.
Aber nur von einer Seite. Seine Api ist auch ein bisschen anders. Er fliegt einfach nur hoch. Wenn nämlich ein Ultimate und ein Smash 4, da fliegt er einfach straight nach oben. Autsch. Oh, ey, ich krieg den nicht zu fassen. So ein Detschkopf. Habt ihr auch schon was von dem Spiel Multiversus gehört? Das ist ja auch so ähnlich wie Smash. Und ich hab wirklich, not gonna lie, ziemlich viel Bock darauf, das auch mal zu bringen. Ich klicke jetzt raus. Oder auch nicht. Jetzt fliege ich raus. Ne, immer noch. Wie schwach ist denn der? Da war's doch. Da ist eine Tür. Ja, finde ich hier nicht. Jetzt wundere ich, diese Cutscenes, die sind so wunderschön. So, ich spiele nochmal als Mario. Civi Leont, einen wunderschönen guten Tag. Gut, hier ist es auch gleich. Ich habe den Dreck weg. Aber er bleibt auf dem Rücken. Das ist ein geiles Merkmal, meiner Meinung nach. Das habe ich nicht mehr auf dem Rücken. Okay, das ist ein bisschen komisch. Ein Api ist gleich. Nein! Da hätte ich reingekonnt. Das wäre vielleicht eine Sub-Error gewesen oder sowas. Oh, fuck. Und auf den anderen drauf geschleudert. Und den erstmal einen Kinnhaken verpasst. Des Todes. Halt den Stern! Gib mir den Stern! Fall Guys! Emoji im Chat. Ich wäre gerne diese Sub-Area gegangen. Stored. What's stored? Scheiße, das ist ein LOL-Stream. Stage clear!
Ich mach sofort weiter, alles gut, Jungs, Mädels. Fall Guys. Ich hab Folge. Warte mal, kann sein, dass du mich vielleicht nicht verstehst? I have Fall Guys, but I want to play for now Super Smash Bros. Brawl Subspace Emissary. Because I never played this mode. And it's my first time. And this is a record. I record this stream right now to upload it on YouTube. But maybe I can stream Fall Guys later. But now I want to play Super Smash Bros. Ultimate. Okay, jetzt nehmen wir Kirby. Erstmal als Kirby. Ich komme mit Kirby besser klar als mit Peach. Auf dem Hallboard sind wir heute unterwegs. Von Meta Knight. Der stärkste und unfairste und most brokenste Charakter in diesem Spiel. Maybe next time. Yes, maybe next time. For now we have Super Smash Bros. Brawl. Und ein Fox in seinem Airwing. Der uns vom Schiff gepustet hat. Immer noch Kirby. Das fand ich irgendwie gerade ein bisschen unnötig. Aufsaugen? Ich kann nicht aufsaugen. Oh geil! Ach, der ist hierfür. Okay, der hat sich erstmal bestimmt gewundert, was gerade passiert ist mit ihm. Ich kann ihn nicht aufsaugen, das ist irgendwie komisch. Was habe ich jetzt eingesammelt? Extra Leben? Ja, obwohl der Schwierigkeitsgrad geht gerade noch. Pop-Punt. Ach, das ist nur für Heilung gut oder was? Oh mein Gott, was bist du denn? Ein Widder. Scheiße, ich werd gerade genommen. Schmeißt denn der die ganze Zeit? Oh, hier ist ein Home Run Bat. Das könnte witzig werden. Bing! Der war nice. So, ich geh erstmal hier rein. Wie gesagt, es könnte immer noch Sub-Areas sein. Oh, dieser Hintergrund. Der ist ja mal mega hübsch. Ich hab mich. Bis jetzt, Cybermorg. Oh mein Gott. Seid ihr aus dem Pico-Chat? Malt. Mensch. Ach so, ich soll das schließen.
ob man hier jetzt schon diese verdammte Scheiße grabben kann. Home Run! Oh Scheiße, leg das bitte ab. Was ist das? Trophäe? Achso, da gibt's Trophäen raus. Gut. Oh geil, Feuerwerk! Let's go! Frohes neues, Kerle! Das sah grad witzig aus. Feisch! Ah! Ein Boulder! Ich glaube, hier bin ich tot. Oh ne, nicht Elia schon wieder. Ich will nicht mit Peach spielen. Ich weiß nicht, wie sich Peach hier spielt. Okay, gar nicht mal so übel für den Anfang. Aber die ist ja arschlahm. Oh, hier Advance Wars. Was jetzt ja auch noch ein, wie heißt das, ein Remake bekommen hat. Der Dschungel! Komm, DK! Ja, definitiv was mit DK. Und mit Bowser natürlich. Ohohoho. Donkey Kong. Und natürlich noch Diddy Kong. Wir starten mal als Diddy und danach als Donkey. Wie ist Diddy hier? Gut. Okay, nicht gerade sehr anders. Paratrooper. Was hast du hier? Herzcontainer. Weitere Trophäe. Und das.
Autsch! Die beißen mich! Und eine Goomba-Trophäe. Und ein oder zwei Koopa, die kommen mit aus dem Leben. Drei Koopa, die kommen mit aus dem Leben genommen wurden. Und noch zwei Goombas hinterher. Ne, einer. Scheiße. Ich hätte eine Trophäe bekommen können, aber. Ja. Gib mir das hier. Ich habe mich gerade selber hochgejagt. Scheiße. Da bin ich. Ist die Kill. Es geht in der Luft noch gar nicht. Nur auf dem Boden geht das. Okay. Okay, es gibt noch ein extra Leben. Find ich geil und witzig dazu. Nee. Weil die Abwehr ist nicht gut von DK. Hier entsetzt man gut und böse. Nein! Was? Ich weiß nicht, was ich da gerade weggeworfen habe, aber ich will es ehrlich gesagt auch erstmal nicht wissen. Was gibt's denn hier? Okay. Oh Gott! Jetzt gibt's richtig Dresche! Oder auch nicht. Und da ist er. Das Ezio.
von diesem Spiel namens Bowser. Der Koopa King. Stage clear! Warpstar Goomba Goomba Gay. Cass. Teddy. Eine Mutter. Hier kommen wir, Diddy Kong. Join your team. So, mein Freund, jetzt helfen wir hier. Aber ich glaube, wir sagen, wir machen noch ein kleines bisschen weiter.